So, hier können die alle nicht abladen. Das wird dann auch besser sein, weil auf den Förderbändern einfach wahnsinnig viele Ressourcen sich dann zurückstauen werden. Besonders auch, wenn solche Dinger hier erstmal abgeben ans System, haben die auch nochmal ein bisschen mehr Power. Und dann läuft das auch schon mal. So. Schauen wir bei den Lagern an die Produktion für die großen Teile. Hier meinst du? Oder meinst du hier hinten? Das wird alles relativ cool gebaut gerade. Muss mal gucken, ob die vielleicht dann hier rüber rankommen oder hier zwischendurch reinkommen. Müssen wir mal gucken. Das sehen wir dann. Wenn wirklich was nicht gebaut werden sollte, schauen wir uns das nochmal an. Momentan staut sich halt einfach oder hängt eigentlich alles nur an den Ressourcen, die gerade massiv fehlen. Von daher ganz entspannt. The Real Good God, einen wunderschönen guten Abend. Genauso wie erstmal auch dir, Gelonius, auch dir einen wunderschönen Hi. Yannick, guten Abend dir. Hallöchen. Gibt es da keine Straßen zu bauen? Momentan trampeln die sich ihre Wege selber. Also die fahren hier so, ne? Oh, die Fruchtfolge ist bald fertig. Das freue ich mich sehr, weil dann brauchen wir das nämlich auch nicht mehr jedes Mal an- und ausschalten. Das wird ganz wichtig sein. Das wird ganz wichtig sein. Da sehe ich uns ganz arg. Dave Gaming, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Im Übrigen an alle, die ich noch nicht begrüßt habe heute, generell, sei das mal gesagt, euch allen einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid und mit mir dieses Spiel erlebt. Wie gesagt, ich habe erst gestern angefangen. Ich spiele auch nur im Stream, also ich habe keinen Plan so von den späteren Entwicklungen. Für mich ist alles neu. Ich weiß, es gibt Leute, die haben wahnsinnig viel Erfahrung, aber ich freue mich auch selber sehr, Sachen rauszufinden. Das sage ich ganz gerne, damit da jeder Bescheid weiß. Du hast ein, zwei Lagerhäuser nicht angeschlossen. Das ist Absicht. Das ist Absicht. Hier sind manche noch nicht angeschlossen. Wir sind gerade erst dabei, unsere ersten Förderbänder hier zu bauen. Also, alles gut noch. Es werden keine Teile produziert. Die hier, Konstruktionsteile 2 oder 1, die werden produziert. Hier liegt auch überall Zeug auf der Halde. Wir haben bloß keine Betonplatten hier. Das ist das Problem aktuell. Weil hier hinten müssten die einfach holen. Und die liefern die momentan nicht hier rüber. Frag mich nicht wieso, sie machen es einfach nicht. Wir können natürlich sagen, geben wir denen mal eine Aufgabe. Ich will hier mindestens 90 haben. Ja? Feuer frei, Freunde. Ja? Jetzt will ich hier mal Bewegung sehen. In euren müden LKWs. Holz ist drinnen. Das ist, und Eisen, sagen wir jetzt auch mal. Haltet das bitte auf jeden Fall voll. Die haben wir ja auch noch genug. Wahrscheinlich denken die schon, dass das nicht mehr notwendig ist. Keine Ahnung. Wir werden sie gleich sehen. Die kommen ja schon. Hier, er kommt jetzt hier. Zack. Betonplatte. Damit die Produktion auch schön weiterläuft. Die kommen jetzt hier. Zack. Da laufen sie raus. Sehr gut. So, die Fruchtfolge ist auch fertig. Ich beobachte das jetzt gerade nochmal ein bisschen. Das machen die schon gut. Und Eisenplatten sollten ja jetzt auch kommen. Ja, kommen auch. Wunderhübsch. Dann läuft die Produktion schön. Fruchtfolge, sehr gut. Dann machen wir Wasser und Gründünger, Fruchtbarkeit. Aber ich habe keinen Gründünger. Da mache ich leer. Zweimal Leerfolge. So, dann können wir den ja auch wieder anschmeißen. So, dann müssten die eigentlich alle laufen. Läuft der jetzt auch? Ich weiß es nicht. Das ist normales Gras. Der Fruchtdünger, den kannst du nicht produzieren. Achso, das ist Gründünger. Ah, verstehe. Wir probieren das einfach mal aus. So.
Lass mal das mal so machen. Wir brauchen nicht so viel Essen. Wir haben 553 Kartoffels mit einer Farm, die parallel immer läuft. Lass mal das einfach mal gucken. Vielleicht kommt jetzt demnächst noch Wasser, das wäre auch schön, aber das ist noch in weiter Ferne, vermute, befürchte ich. So, hier ist das System komplett vollgefahren und das macht sich hier auch bemerkbar, weil jetzt staut sich hier mal ein bisschen, die Produktion läuft jetzt wieder kräftig an. Und im Ziel sollte eigentlich sein, dass irgendeiner hier immer gerade irgendwas abgibt von den dreien. Das hier, ja genau, so schaut das nämlich gut aus. Damit wird das hier immer stark aufgefüllt und der bleibt so. Der kann sein Ziel nicht erreichen. Kommt der da nicht mehr raus, oder was? Ja. Oh, wunderschönen guten Abend. Hi. So macht es am meisten Spaß, wenn man das Spiel zusammen entdeckt. Na, Dave, genau so meine ich das. So will ich das auch. Ich weiß, es gibt Leute, die sind unheimlich mitteilsam, was was so Spielerfahrungen betrifft. Das ist okay. Manch einer mag das total gerne, aber im Zweifel frage ich einfach auch schon immer, wenn ich gar nicht mehr weiterkomme. Ihr merkt das ja dann auch, wenn ich dann völlig am Eskalieren bin und nicht mehr weiß, was wie vorne und hinten und so. Dann sage ich ja schon Bescheid, ne? Ansonsten ganz entspannt. Ich weiß, manchmal fällt es schwer. Ich kenne das ja selber. Ich schaue ja auch sehr viel Twitch an. Und sitze dann immer da und denke so, ah, das ist doch ganz einfach. Das muss ich so und so machen. Ich weiß selber, dass es manchmal nicht so einfach ist. Aber es macht am meisten Spaß, wenn man das dann selber rausfindet und sich eigene Gedanken dazu macht. Das Spannende an der Sache ist, manch einer macht sich dann andere Gedanken nochmal. Und so kommen dann ganz neue Ideen noch auf. Das finde ich auch schön. So. Captain, ich warte immer noch, dass es endlich mal auf Steam rauskommt. Ist doch in Early Access rausgegangen, Skev. Das ist doch im Early Access jetzt. Wieso ist das schon wieder? Oh, weil der hier nicht reinkommt oder was? Oh, nö. Warte mal. Kann ich das hier wieder... Ah, ja. So. Da bleiben halt jetzt für immer die Bäume da drin. Dann bleiben halt für immer die Bäume da drin. Schluss jetzt. So. Hier wird ordentlich produziert. 4. Das klappt alles soweit. Gemüseanbau läuft auch. Ganz wichtig, dann machen wir auch ab und zu mal Gemüse in unser System. Gibt es halt vielleicht in der Fruchtfolge nochmal Gemüse, müssen wir mal schauen. Hier wird auch schon der Brachboden gemacht. Natürliche Regeneration, sehr schön. Schön. Benötigte Fruchtbarkeit 0. Natürliche Regeneration 6, Bodengleichgewicht 83. Krass. Nehme ich. Dann dieses Holz zum Beispiel hier muss eigentlich gar nicht mehr dastehen. Das können wir auch theoretisch nach da vorne verlegen. Percy, ich habe noch das Feld gar nicht verbessert. Das ist noch, das wartet noch auf Ressourcen. Wie gesagt, ich warte momentan noch auf die Ressourcen. Wir haben eben einen, durch die ganzen Förderbänder, die jetzt in Arbeit sind, haben wir einen gigantischen Bedarf, was diese fortschrittlichen Konstruktionsteile betrifft. Und das merkt man ja auch. Also die regenerieren sich ja gar nicht. Wir haben hier 4 Stück. Ja, und die gehen so schnell wieder weg, dass dann, also sobald wir mal ein paar auf Halde haben, sind die eigentlich sofort wieder verbaut. Die kommen hier mit 34 gar nicht an. Das dauert einfach, weil die Förderbänder vorher sehr viel mehr auffuttern. Das ist aber auch gut so, weil das ja natürlich dann auch die Effektivität und die Produktivität von der ganzen Anlage steigert. Er hat keinen Lastwagen mehr. Naja, er kriegt da halt 2. Dann ist aber gut jetzt. Der kann sein Ziel wieder nicht erreichen. Wieso nicht? Fährt er jetzt hier zum Tanken?
Ich hoffe, der hat hier... Ja, der hat hier einen Zapfhahn. Sehr gut, dann brauchen wir das. Dann ist das, läuft das auch schon mal. Ist das Wasser beim Beton nicht leer? Ja, das ist, das stimmt, das ist jetzt aktuell gerade mal leer. Wobei Wasser ja noch drin ist. Hier, guck mal, das läuft schon. Sehr schön. Es läuft hier schön durch. Ah, herrlich. Das kommt dann in den momentan rein. Ist in der Leitung noch, warte mal, ist in der Leitung hier noch Wasser drin? Ja, hier sind noch 5 Wasser in der Leitung drin. Jetzt regnet es auch wieder. Das heißt, es sollte direkt in die Leitung durchschlagen. Ja, macht's auch. Ja, wir werden Wasser hier runterbringen. Ja, wir werden das hier, das System nochmal ändern. Das Problem ist, wir haben hier zum Beispiel kein Grundwasser. Das nächste Grundwasser, was wir haben, wir hier oben. Da müssen wir mal gucken, ob wir das dann irgendwie hier noch ein bisschen anders gestalten. Der Tank hier ist ein bisschen unglücklich, weil er keinen zweiten Anschluss zulässt. Muss man mal schauen. So. Müssen wir mal schauen. Das hat jetzt noch keine Eile gerade. Solange die Produktion generell läuft, ist alles erstmal Tutti. Und so wie wir das sehen, haben wir ja auch erstmal Beton noch in halbwegs vertretbaren Mengen da. Das geht natürlich auch gut weg. Das darf man nicht vergessen. Aber jetzt, wenn das automatisiert läuft, dann läuft das ja noch mal ein Schlückchen besser. So. Hier läuft das auch schön durch. Ja, haben wir auch Eisen gut da. Hier hinten, das ist noch nicht fertig. Schade. Da kommt auch alles noch. Oh, hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ja, Holz darf auch uns nicht ausgehen. Das wäre ganz unangenehm. Da kommt auch Holz schon. Holz hatten wir ja auch eine ganze Weile lang hier absolut voll im Lager. Das ist okay, wenn das dann auch hier ein bisschen, dass wir sagen, wir wollen hier mindestens, sagen wir mal, 90 haben. Ich finde, 90 ist eigentlich ein ganz schicker Anteil, dass wir das hier reinlegen. Wir brauchen die Produktion, klar. Das Gute ist, diese Produktion ist bald voll und dann staut sich eh alles zurück. Und da haben wir jetzt nicht ganz so viel, das ist auch klar. Das Gute ist, hier hinten wird auch immer schlückchenweise mehr fertig, ne? Also hier sind auch schon die nächsten Warenhäuser angeschlossen. Das wird gut, ja, das wird gut. Und mit jedem Mal, wenn es hier regnet, kommt natürlich auch wieder mehr Wasser in die Leitung. Da im Übrigen diese ganze Wasserleitung bis zum ersten Abzweig ist auch schon wieder fast voll. Dann speichern wir, wenn die Leitung einmal voll ist, dann speichern wir in unseren Tank hier rein. Und man sieht das jetzt, haben wir auch endlich mal wieder den Punkt erreicht, wo ein bisschen mehr Regen kommt. Und dann tanken wir uns langsam aber sicher hier auf. Bisschen zumindest. Ja, es darf ein bisschen. Hier ist zum Beispiel immer voll. Das ist nicht so schlimm hier. Weil die Produktion auch immer voll ist. Das liegt daran. Generell eine gute Grundwasserpumpe haben wir hier hinten ja auch schon eine hingestellt. Ja, die arbeitet ja jetzt dann technisch dann auch schon dran. Und dann sagen wir hier natürlich Wasser. Ja, und dann läuft das auch bald. So, der Gemüseanbau, der wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Komisch, ich finde hier seltsam, da stand früher immer, wie viel Sekundenverzögerung gerade in unserem System ist. Jetzt momentan sagt er nur idle, also nichts zu tun alle. Gut, das werden wir noch sehen. So, ich würde fast vorschlagen, lass uns doch mal einen neuen Wohnraum schaffen hier. Weil der kostet nämlich nicht die verbesserten Bauteile. Kann ich das eigentlich verbessern? Nee, ne? Nee, das geht nicht. Die schauen immer so aus. Genau, die brauchen nur 60 Konstruktionsteile. Die haben wir halt. Können wir schön machen. Da haben wir wieder ein bisschen Platz, weil unsere Arbeiter werden schwinden auch dahin. Ja, hier ist schon wieder deutlich mehr geschafft. Aber die Hauptstraße hier... Der Hauptanteil ist noch nicht fertig. Gibt es auch eine richtige Tanke? Gibt es auch, ja. Haben wir auch in der Forschung sogar schon drinnen, meine ich. Unterkünfte 2a da.
Da ist die neue Forschung schon. Und da ist die... Irgendwo ist die Tanke hier mit dabei gewesen. Ach, die haben wir schon. Tanke haben wir schon freigeschaltet. So. Die geht dann wahrscheinlich hier irgendwo bei Öl oder sowas. Nee, Ölpumpe. Da ist die Tankstelle. Genau. Betanken automatisch. Bagger und Bau... und was? Bau... Unternehmen, Maschinen an den Einsatzort, so das sind. Ja, genau, da kannst du halt zum Beispiel sagen, ich baue hier eine Tankstelle hin, dann müssen die halt nicht so weit fahren. Das wäre hier oben vielleicht mal sinnvoll, hier irgendwo eine Tankstelle einzurichten. Könnten wir mal uns drüber nach Gedanken machen, dass wir, dass die nicht immer von hier oben oder von hier oben, wenn wir hier eine Tankstelle hinbauen würden, dann müssten die halt nicht immer bis hier runter zum Tanken fahren. Da hätten die, könnten die halt hier kürzere Wege nutzen. Das ist ja so eine schöne Sache. So, genau, jetzt haben wir 350 Einwohner, also da ist noch ordentlich Luft. Wir haben jetzt aktuell mal das Leuchtfeuer ausgeschaltet. Das können wir wieder anschalten eigentlich. So, jetzt ist es in Betrieb. Die bringen ja auch immer Sachen mit, wenn die hier zuziehen. Eisenschrott haben die hier auch noch. Ja, hier, Mensch. So. Dann läuft das hier auch noch viel einfacher. Aber auch da fehlen uns halt eben die fortschrittlichen Konstruktionsteile. Wir könnten natürlich jetzt überlegen, weil wir hier einen relativ starken Output haben, ob wir hier nicht einfach 2 hinstellen, ja. Die Frage ist, brauchen wir das im Moment eigentlich? Cascabara, wunderschönen guten Abend. Die Frage ist, brauchen wir das überhaupt? Weil der meiste Anteil, den wir momentan an diesen fortschrittlichen Konstruktionsteilen haben, geht in die Förderbänder, die halt extrem lange jetzt sind. Ja, aber die werden auch größtenteils jetzt immer weiter fertig gestellt. Kannst du die Förderbänder auch priorisieren? Die sind schon... Oh Mensch, guck mal, wie schnell die fertig wurden. Das ging jetzt flott, ne? Ach, guck mal, hier sind so richtig schöne Rinnen, ne? Wo das Zeug hier so stückweise reindröbbelt. Ah, hier können wir zum Beispiel sagen, die dürfen hier nicht rausnehmen. Das ist vielleicht sinnvoll. Hier dürfen nur angeliefert werden, aber hier dürfen nichts rausgenommen werden. Finde ich ganz gut. Nicht, dass die sich da mal irgendwann aus Versehen bedienen. Und LKW-Import kommt hier aus. Hier wird nur exportiert. So, dann ist das schon mal safe, ne? Hier Schüttgutlager. Das geht ja hier rein. Für Kohle. Hier dürfen auch nichts rausgenommen werden. Hier dürfen nur reingenommen werden. Aber es ist okay. Da kannst du noch so viel machen, ey. Hier dürfen auch nichts exportieren. Hier dürfen nur importiert werden. Ja gut, das werden die eh nicht machen. Was ist das Ziel? Möglichst immer eine stärkere Industrie hier reinzubekommen. Also immer noch mehr Industrie zu bauen. Das ist das Ziel. Ihr seht schon, wir verändern auch die Landschaft mittlerweile. Da, wo wir unseren Tagebau eingerichtet haben, da nimmt er schon hier ganz gewaltig Einfluss auf die Landschaft. Da haben wir ja gesagt, wir wollen da immer ein bisschen weiter runtergehen. Ja, also immer ein bisschen tiefer gehen. Vielleicht machen wir dann irgendwann eine Kurve rein und graben uns dann nach links weg weiter. So in die Richtung. Hinten hat es noch ein bisschen, hier ist noch ein bisschen weniger. Da haben wir schon gesagt, wir wollen uns so nach rein buddeln. Ja, auch geil. Helmchen, wunderhübschen guten Abend. So, unser Müll, unser Stadtmüll ist hier im Übrigen auch schon. Hier kippen wir die ganze Zeit unseren Müll aus der Siedlung raus. Das ist schon von Anfang an unsere Müllkippe gewesen. Das ist von Anfang an unsere Müllkippe gewesen. Die haben wir hier so eigentlich ursprünglich ein bisschen an den Fels hier rangekippt und dann haben festgestellt, oh, das reicht nicht, wir machen hier weiter.
So. Ich gucke jetzt gerade mal. Hier ist schon wieder... Ah, Beton ist schon wieder leer, ne? Hier sind ein bisschen Wasser haben wir sogar. Ich glaube, das Grundproblem ist einfach das hier. Ah, hier wird auch gebaut. Schau. Yes! Da ist die Rinne auch weiter. Fertig. Sehr schön. Hier unten, das ist das Wichtigste überhaupt, dass das fertig wird. Ja! Und jetzt kommt nämlich der Zement hier auf diesem Förderband raus und geht dann automatisch in die Produktion rein. Yes! Voll gut! So, hier hinten kann das kann jetzt richtig erstmal losgehen. So. Das dauert auch eine ganze Weile. Wobei wir vorher Zement ohne Ende hatten, ne? Müssen wir jetzt mal gucken, ob das hier in der Summe ausreicht. Wir könnten natürlich auch diese Förderbänder nochmal anders gestalten. Und zum Beispiel, das wäre gar nicht mal so doof. Lass die mal wegnehmen. Ja, hier. So. Wo ist das Ding? Da. Das ist natürlich genau verkehrt rum, ne? Macht aber nichts, kriegen wir hin. Meinetwegen ist okay. So, dann hier mal einen Schornstein. So, dann produzieren wir einfach doppelt so viel. Aus den gleichen Quellen, was jetzt kein Problem darstellen sollte. Und man merkt schon, das wird jetzt immer schneller gebaut, ne? Also solche Sachen gehen jetzt ratzfatz mittlerweile. Wir kriegen hier Teile, sind noch nicht fertig, aber es wird schon immer mehr fertig. Und das ist ja schon mal ein Anfang. Kann man nicht spiegeln? Weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert. Vielleicht geht das. Okay, warte mal, ich kann mal gucken. F. Ah ja, F wäre es gewesen. Aber jetzt ist egal, jetzt haben wir das schon gebaut. Es ist in Ordnung. Aber es ist gut zu wissen, Yannick, ist gut zu wissen, dass das geht. Traumsnase, wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Okay.
wird besser. Es wird besser. Hier geht's auch weiter. Auch der Weg ist schon gut. Wir können den mal priorisieren. Das ein bisschen schneller hier gebaut. So, und hier wird zum Beispiel Beton, haben wir halt gar nichts. Was jetzt, glaube ich, mehr daran liegt, dass wir hier einfach zu wenig Zement gerade produzieren. Zum Schluss ist die ganze Insel eine Fabrik. Ja, unbedingt. So, wir haben weitergemacht. Unterkünfte 2. Intelligente Förderbahn-Trassenführung. Flacher Sortierer, U-förmiger Sortierer. Sehr wichtig, glaube ich. Kraftstoffsparer. Das ist auch wichtig, glaube ich. Aber ich glaube, am sinnvollsten wäre es, das zu machen. Forschungslabor 2 als nächstes. Bessere Forschung klingt für mich nach vernünftigen Plan. Das klingt einfach nach einem sehr vernünftigen Plan. Apropos andere Insel. Wir müssen mal wieder hier, wir müssen mal wieder ein bisschen gucken gehen. Wir schicken mal unser Schiff hin. Da legt es ab. Die sind zum Glück schon so ziemlich gut abgearbeitet. Wenn du alles priorisierst, geht's auch nicht schneller. Ist ja nicht alles priorisiert. Ich will, dass das hier vor dem hier gemacht wird. Und das ist ja in Ordnung. Da fährt es dahin. Ich hoffe, ihm passiert nichts. Ich hoffe, ihm passiert nichts. Unserem Schiffchen. Wird doch so langsam. Ey, heute wird auf jeden Fall. Stück für Stück. Aber es wird immer mehr fertig und damit wird natürlich auch solche Prioritäten schneller bedient. Wir sind hier im Lagerhaus. Wir sind ziemlich out of Beton. Wobei der Bedarf auch insane hoch ist, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Der Bedarf, den wir hier vorne haben, ist so irre. Hier wird immer 4 gebraucht. Das ist schon viel. Wir haben keine alternative Möglichkeit, irgendwas anderes in die Konstruktionsteile reinzuzimmern. Also wir können das nicht einfach... Wir können nicht sagen, wir brauchen keinen Beton mehr. Ja, und machen dann das trotzdem. Das geht halt nicht.